Warum? Weil ich ja nicht allein hier das Sagen habe, sondern der entsprechende Rat ja die Verantwortung hat. Und wir müssen das gemeinschaftlich hier ja entscheiden. Und in den Fraktionen haben wir die Beschlussvorlage nochmal vorberaten und sind dann zu diesem Konsens gekommen. Und ich bin der vollen Auffassung, dass wir hier in ja, Kürze der Zeit, weiß nicht, in 1, 2 Monaten dann weiter beraten können über die Sache und dann eine Gedenktafel machen können. Wie gesagt, ich bin ja schon jetzt mit offenen Augen durch andere Gemeinden gegangen, habe dort auch Gedenktafeln gesehen und kann mir vorstellen, so eine ähnliche Gedenktafel hier zu machen mit dem Hinweis auf unsere Glocke. Das hoffe ich auf keinen Fall, denn ich habe Ihnen ja schon gesagt, wir haben einen Spender und der Spender hat auch gesagt, er würde hier gerne eine schöne Tafel machen, die auch was hermacht, die nicht nur ein Zettel oder ein Plakat ist, sondern die eine wirklich würdevolle Gedenktafel ist. Und ich denke, wir kommen schon zu einer würdevollen Gedenktafel. Das Oder? ist eine Person aus Herxheim am Berg. Mehr möchte ich zu gegebenen Zeitpunkt nicht dazu sagen. Ja, gut. Es wird ja nicht nur drauf stehen, die ist denkmalgeschützt, sondern es wird drauf stehen, die ist zwar denkmalgeschützt, aber wir können das und das machen. Und das ist genau das, was wir aus diesem Gutachten dann haben wollen. Ah ja, das erwarten wir von dem Gutachten. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was trotz Denkmalwürdigkeit noch geht, was man da noch machen kann. Gut, dann können wir ja entscheiden, die Glocke wird abgehängt oder die Glocke wird woanders hingehängt oder so. Also das können wir dann alles aus dem Gutachten lesen und ich denke, da haben wir dann entsprechende gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien, die uns dazu dienen. Also ich habe schon mit vielen Personen geredet, auch mit der ältesten Bürgerin von Herxheim, die ist 95. Die hat gesagt, lass die Glocke auf jeden Fall hängen. Und es waren jetzt schon viele Teams unterwegs. Und selbst die Teams haben mir berichtet, dass sie niemanden gefunden haben, der gegen die Glocke ist von Herxheim. Ja gut. Meine ursprüngliche Haltung gegen die Tafel ist dem gewichen, dass ich schon in anderen Gemeinden auch eine Tafel gesehen habe, die sowas darstellt und die auf die Gräueltaten hinweist. Und das hat mich dazu bewogen, eben zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, in Herxheim auch so eine Tafel zu haben, die eben auf die Sachen hinweist. Und ich finde das Zweite auch gut, dass sich die Familie Giersberg eben dazu stark gemacht hat, dass wir hier jetzt den Herrn Roland Paul bekommen, der uns über die Nazizeit an der Weinstraße berichten wird.